Squat oder geführte Squat-Maschine. Manche Athleten haben Probleme, eine koordinativ anspruchsvolle Übung wie den Squat auszuführen und nehmen deshalb geführte Maschinen. Sind diese geführten Maschinen jetzt besser oder schlechter? Das haben wir genau verglichen. Dafür haben wir den VMAX Pro Sensor genommen und haben die volle Range of Motion einer Bewegung gemessen. Und dadurch können wir dann die Energie einer Wiederholung messen. Und wenn man die Energie einer Wiederholung hat, kann man auch den Muskelreiz messen. Der ist nämlich höher, wenn die Energie höher ist. Das heißt, wir haben jetzt den V-Squat genommen und wir haben den Squat genommen, haben beim Squat ja, den Sensor an den Gewichtsschwerpunkt getan. Bei der V-Squat ist der Gewichtsschwerpunkt der Gewichtsdeck und haben die volle Range of Motion gemessen für jede Wiederholung. Und dann wussten wir ja noch, wie viel Gewicht wir verwendet haben. Das heißt, wir konnten die Energie ausrechnen. Und das seht ihr jetzt hier im abgebildeten Graphen. Man sieht langsam, wie die Energie für jede Wiederholung hochgeht. Und warten wir mal ab, wer der Gewinner ist. Wie man sieht, konnte ich bei der V-Squat 17% mehr Energie aus meinen Beinen rausholen. Deshalb ist für mich die V-Squat im Vergleich zum Squat die bessere Übung. Doch wie ist es bei dir? Du kannst einfach diese Näherungsformel verwenden. Dafür musst du einfach den V-Squat nehmen und den Squat nehmen, gucken, mit welchem Gewicht schaffst du gerade so 10 Wiederholungen und setzt die Werte einfach in die Formel ein. Ist der Wert größer als 1, dann solltest du auf jeden Fall squatten. Ist der Wert zwischen 0,9 und 1, dann ist es so eine Grauzone, da geh einfach nach deinem Gefühl. Ist der Wert kleiner als 0,9, dann solltest du auf jeden Fall die V-Squat verwenden, dann ist für dich der Squat nicht die richtige Übung. Ich hoffe, damit konnten wir euch helfen und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt auch in die Kommentare, welche Übungen wir vergleichen sollen und ja, lasst ein Abo da.